Was können wir von der Hanse lernen? Also, zunächst die Übersicht über drei Bereiche. Die Hanse als Networking im Mittelalter. Historiker haben erst neuerdings verstanden, was die Hanse eigentlich war. Bis vor 50 Jahren haben die immer noch den Hansevertrag gesucht und die Gründungsurkunde und haben das Ganze als Königin der Hanse Lübeck hierarchisch gedacht, was nach neuesten Erkenntnissen einfach nicht stimmt. <laughs> Und so kann man feststellen, dass die Historiker auch zeitgebunden sind mit ihren Blicken. Und wenn ich jetzt aus dem Internetzeitalter auf die Hanse schaue, dann sehe ich ein Netzwerk. Und vielleicht wird in 30 Jahren jemand anders die Hanse noch mal anders verstehen. Aufbruch ins Unbekannte. Das war das Motto der Händler im 12. Jahrhundert. Ich habe hier eine etwas unkonventionelle Darstellung gewählt. Die Ostsee schräg von oben. Ich habe kein gerades Bild gefunden im Institut für Ostseeforschung. Das ist der Seeboden der Ostsee. Also alles, was weiß ist, ist festes Land. Und je nach Tiefe ist das verschieden blau schattiert. Ist also ein relativ flaches Schwimmbecken, die Ostsee. Und so erklärt sich zum Beispiel, wie die Hanseaten eigentlich navigiert haben. Es gab keine Seekarten, geschweige denn GPS. <laughs> Und ein englischer Forscher hat das so zusammengefasst, Navigation with a foot on the seafloor. Also Navigation mit einem Fuß am Seeboden. Und die haben tatsächlich mit dem Lot navigiert. Die hatten verschieden schwere Lote und auf der Unterseite des Lots war eine kleine Aussparung für Lotspeise. Und dann haben sie das immer versenkt und haben, wenn es hochgekommen ist, eine kleine Bodenprobe mit an Bord gehabt und haben geguckt, was ist das für ein Seeboden. Ist das feiner Sand, grober Sand, Kies? Ist das Modder? Ist das hell? Ist das grün? Ist das blau? Und wenn man von England übersetzte nach Frankreich und wusste, am Anfang ist es feiner Sand, dann ist es grober Sand, dann kommt der Kies und wenn ich auf Felsen stoße, bin ich unter der Küste von Frankreich. Also selbst bei Nebel konnte man, wenn man sich auskannte, navigieren. Das Motto der Hanse war ja Handel und äh, da ist erst das gleich ähm, sozusagen ein ja eins der vielen vorurteile über die hanse die hanse bestand zwar aus einem zusammenschluss von händlern und später auch städten aber sie hat mit nicht nur gehandelt sondern sie hat auch kulturellen austausch befördert und die hanse konnte insbesondere anknüpfen an alte verkehrsbeziehungen der varäger der wikinger die von Skandinavien kommt sogar bis ans Schwarze Meer Handel getrieben hatten, schon vor dem Jahr 1000. Und als Lübeck dann schließlich gegründet war, 11, ich glaube 43, Anfang 12. Jahrhundert und dann Anfang 13. Jahrhundert sogar Freie Reichsstadt wurde, da wurde der Hafen ausgebaut und die Hanseflotten fingen an, über die Ostsee zu schippern. Es gab immer wieder Streit mit den Gutländern. Wisby ist ein wichtiger Punkt in der Mitte. Und vor allem sind sie bis nach Novgorod geschippert. Und das ist eigentlich unglaublich in damaliger Zeit, denn die Koggen sahen so aus. Das ist eine berühmte Kogge, die in Dänemark ausgegraben wurde. Und man sieht ein etwa 20, 22 Meter langes Schiff mit einem großen Mast, deutlich breiter als die Wikinger Langschiffe, also es kann nicht mehr gerudert werden. Und es hat technische Neuerungen, sage ich mal als Ingenieur, ein Heckruder. Und das erlaubte mich, das Schiff immer breiter zu bauen. Die Wikinger hatten ihr Seitenlangruder an der Steuerbordseite, deswegen heißt die Schiffsseite so. Und da kann man das Schiff nicht beliebig breit machen. Aber Kocken konnten schon 35 bis über 40 Tonnen Last transportieren. Und was ihr hier seht, eigentlich das Interessanteste ist, was ihr nicht seht. Sie hatten keine Kajüte. Die waren sechs bis acht Wochen auf See unterwegs, bei Wind und Wetter, ohne Kajüte. Ups, also man musste abenteuerlustig sein. Grundlage für den Handel war immer wieder ein Rechtsprinzip. Also es gab das römische Recht, es gab das germanische Recht. Und da komme ich schon auf einen wichtigen, eine wichtige Seitenbemerkung. Es gibt zwei unterschiedliche Eigentumsformen im römischen Recht. Kennt ihr vielleicht, falls ihr mal Latein hattet. Das Dominium und das Patrimonium. Und das Dominium erlaubt usus et abusus, also den Gebrauch und die Zerstörung des Eigentums. Man darf damit alles machen, was man will. Und das Patrimonium, daher kommt Patria, das Heimatland oder wie man heute sagt, das Vaterland, ungegendert. Das Patrimonium war ein Recht des Gebrauchs, aber nicht des, des sozusagen der Zerstörung. Also es war sozusagen, heute würde man sagen, ein Verantwortungseigentum. Und leider hat sich in der Tradition bis knapp vor heute das Dominiumrecht durchgesetzt und Eigentum bedeutet heute immer auch, ich darf das, was ich voll besitze, auch voll zerstören. So, noch ein kleiner Seitenschritt. Ich hatte die Gelegenheit letzte Woche auf einer Konferenz in Berlin zu sein, wo eine neue Rechtsform für Wirtschaft in Deutschland eingeführt werden soll. Deutschland, Österreich, Schweiz und die heißt Verantwortungseigentum. Oder Eigentum mit also Firma mit verbundenem, nee, Firma mit gebundenem Vermögen, glaube ich. Also der endgültige Name steht noch nicht fest, aber es ist überparteilich vereinbart, dass diese Rechtsform kommt. Und die wird bedeuten, dass eine Firma nur sich selbst gehört und nicht mehr durch andere feindlich übernommen oder aufgekauft oder ausgekauft werden kann. Und deswegen sagt man, es ist auch zweckgebundenes Eigentum oder Steward Ownership. So, Fußnote wieder zu. Die Rechtsgrundlagen damals waren schon relativ modern. Heinrich der Löwe hat einen Frieden gestiftet zwischen Gutländern und Lübeckern durch die sogenannte Gegenseitigkeit. Und das Prinzip war sehr tragend, insbesondere im Ostseeraum. Also er erlaubte den Gotländern im niederdeutschen Bereich das, was die niederdeutschen Händler auch in Gotland durften. Also gleiches Recht für alle. Und das war eine super Grundlage, insbesondere für den Handel. Und Handel war damals ja, wisst ihr sicherlich, Tauschhandel. Ein Handel war gut und gottesfürchtig wenn beide Seiten profitiert haben. Also Fair Trade war sozusagen ein konstituierendes Prinzip. Und damit waren zwar die Gewinnmöglichkeiten eingeschränkt, also nach Thomas von Aquin dominikanische Wirtschaftsethik, sowas 10 bis maximal 15 Gewinn war noch okay, dann war man noch nicht gierig und der andere war noch nicht übervorteilt. Aber die Historiker vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren im Kaiserreich haben das missdeutet und haben gesagt, ja, ja, die waren ja so rückständig, die haben ihren Gewinn beschränkt und brauchten Generationen, um riesige Vermögen anzusammeln. Tja, heute ist das leider unbeschränkt und das führt uns mit Vollgas in die Sackgasse. Auf Novgorod gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, außer mit einer Anekdote, die zeigt, wie sehr die Varäger, die Wikinger damals schon globale, globalen Handel getrieben haben. Denn der älteste Münzfund mit arabischen Münzen ist tatsächlich nicht im arabischen Raum, sondern in Novgorod ausgebuddelt worden. Und zwar vor dem Jahr 1000. Also so alt waren die Münzen. Also Global Trade, Fair Trade ist keine Neuerfindung, das können wir auch im Mittelalter schon sehen. So, verschiedene Kulturtechniken wurden dann entwickelt. Das Heckruder habe ich schon angedeutet als technische Entwicklung. Dann die Schriftlichkeit. Ich war total überrascht vor zwei Jahren, als ich da Novize im Museum war, zu lernen, dass die Händler damals in der Regel gar nicht lesen und schreiben konnten. Und das brauchten die auch nicht. Weil Papier gab es noch nicht. Pergament war teuer und war für Verträge und wichtige Dokumente und Bibelabschriften vorbehalten. Also es ging tatsächlich eine Informationsdrehscheibe durch die verschiedenen Händlernetzwerke. Und ich würde salopp sagen, das Ganze wurde durch Klatsch und Tratsch in Gang gehalten. Man wusste, was die Kollegen in Novgorod gerade machen oder was sie vor sechs Wochen gemacht haben. Man erzählte sich die aktuellen Connections und Geschichten. Man wusste die aktuellen Preise für Tuche in Flandern und für Pelze in Novgorod. Und das alles funktionierte tatsächlich hauptsächlich mündlich. Zumindest im 13. Jahrhundert. Das änderte sich dann nach und nach. Und ein Thema zur Buchhaltung ist auch interessant. Wenn man Tauschhandel macht, dann braucht man in der Regel nicht mal Bargeld oder damals Silberbarren. Was natürlich auf Reisen bei Räubern, die sozusagen auf Silber aus sind, das unattraktiv macht, ihn zu überfallen. Also man tauschte Ware gegen Ware mit Handschlag. Man hatte ziemlich genaue Preisvorstellungen, aber wenn die Pelze dann 50 Mark Silber wert waren und das Tuch aus Flandern, was ich mitbringe, auch 50 Mark Silber, dann tauschte man die Waren und brauchte nicht so viel Silber bei sich haben. Und das machte umgekehrt Buchhaltung relativ überflüssig. Und so sagen die Historiker, ist tatsächlich im Ostseeraum die Buchhaltung nach neueren Vorstellungen eigentlich erst durch den Kredithandel entstanden. Also in dem Moment, wo ich auf Kredit, auf Pump etwas kaufe oder verkaufe oder mir Waren oder Geld leihe, dann möchte ich natürlich eine gewisse Aufzeichnung haben, die im Falle meines Ablebens oder Schwierigkeiten dann als Beweis fungiert. Und so gab es in den Stadtbüchern damals die ersten Kreditverträge, die wurden also in der Stadt notiert, sozusagen was heute Notare sind. Waren damals die Stadtschreiber und waren kurze Sätze, wo dann eben gesagt wurde: Hier, ich habe von dir das und das bekommen, ich muss das bis dann und dann bezahlen. Und äh, dann hat man ein, zwei Zeugen benannt, die das Ganze mitgehört haben und man hat es zum Beweis ins Stadtbuch geschrieben. Die Historiker des Kaiserreichs sagten: O Jemine, wie waren doch die Hanseaten rückständig? Die hatten ja noch nicht mal doppelte Buchhaltung. Tja, aber wenn man sie nicht braucht, muss man sie auch nicht anwenden. Denn die Venezianer, die hatten im 13. Jahrhundert das schon entwickelt. Und sie haben auch Schiffsversicherungen entwickelt. Eine Kulturtechnik, die heute überall gebraucht wird, Versicherungen. Und die haben sie auch in Brügge als Makler angeboten, angepriesen. Aber die hanseatischen Händler, die gingen da ein und aus und sagten, nee, was brauche ich eine Schiffsversicherung? Wir haben unser Gegenseitigkeitsprinzip, wir haben unser Netzwerk. Und tatsächlich, die Händler waren über, ich sag mal, 100, 200 Jahre alle relativ gleich groß wirtschaftlich. Und wenn einer ein Problem hatte, ein Schiffsausfall, ein Überfall, einen Schicksalsschlag, dann tendierte das Netzwerk dazu, dem zu helfen und nicht etwa wie in Venedig, ihn zu übervorteilen, aufzukaufen, sich einzuverleiben. Und der Grundgedanke ist aus der Netzwerktheorie sehr verständlich. Ein Netzwerk ist dann am stabilsten und kann schön schwingen, wenn alle Knoten mitmachen können und auch stabil sind. Und so haben, ich sage mal, noch englische Historiker haben, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren oder sogar im Jahr 2000 noch beschrieben, wie rückständig doch diese Hanseatischen waren. Die hatten noch nicht mal modernes Bankwesen und Versicherungen. Ja, wiederum, wenn man es nicht braucht, muss man es nicht machen. Und was heute von den Banken an Kapitalflüssen gesteuert und abgezogen wird, ist ja hinreichend bekannt. Man musste vor etwa 15 Jahren den Begriff Realwirtschaft erfinden, weil man mit dem Begriff Wirtschaft die Finanzströme insgesamt abgebildet hat und festgestellt hat, ups, das, was an realen Gütern millionen Tonnenfach produziert und vertrieben wird, ist ja plötzlich nur noch 20%, 10%, 8%. Und die Finanzströme, die um den Globus kreisen, sind plötzlich das meiste. Also die Finanzialisierung der Wirtschaft ist eine Sackgasse, die wirklich riesengroß ist. Aber zurück in die Vergangenheit. Das waren die Kulturtechniken, die damals in waren. Heute brauche ich hier einen äh, USB-C auf HDMI-Adapter, um mich zu artikulieren. Damals machte man das mündlich und mit Briefen. Das fing dann an. Ja, ich sage mal, auch der Luxus der damaligen Zeit war groß, wobei ein Historiker gerade im Hanse-Museum einen Vortrag gehalten hat, ein Professor Ertel, der feststellte, dass die Vermögensverteilung im 14. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 19. und jetzt im 20. Jahrhundert in Europa bzw. global erstaunlich ähnlich war. Das heißt, das Verhältnis von Mindestlohn zu Maximaleinkommen eines CEO von einem Global Player war schon damals so etwa 1 zu 300 oder 1 zu 400. Und auch damals, wie heute, war etwa 50 Prozent der Gesamtbevölkerung praktisch vermögenslos. Also hatte das, was man am Leib trug, was man an Essensutensilien brauchte und vielleicht ein bisschen Mobiliar, aber eigentlich nur das, was man direkt zum Leben hatte und mehr Vermögen gab es nicht bei etwa der Hälfte der Bevölkerung. Und das ist dummerweise heute noch so. Und dazu komme ich noch. So, das Geldwesen habe ich schon erwähnt. Geld hatte damals tatsächlich eine rein praktisch dienende Funktion und war nicht das Ziel des Wirtschaftens. Fair Trade hatte ich auch erwähnt und die Hansebilder im Wandel der Zeiten habe ich angesprochen. Also gehen wir weiter. Hier sind typische Hansekaufleute allerdings aus dem 16. Jahrhundert und da sieht man schon, dass diese Regel von sieben Todsünden und man darf den anderen nicht übervorteilen und man soll nicht gierig sein, doch auch schon überschritten wurden und ein modernes Wirtschaften entstand. Rechts ist das Porträt von Georg Giese. Und äh, damals konnte er seinen Reichtum ja nicht durch Privatjets oder Porsche oder irgendwie durch materielle Güter schon, aber nicht so groß zeigen. Und deswegen hat er zum Beispiel das durch so ein Porträt gezeigt. Und äh, das würde ich sagen, entspricht dem, was man heute an Fake News so im Internet über Leute findet oder über Firmen. Man stellt sich immer so dar, wie man gerne gesehen werden möchte. Und allein dieses Porträt als solches, das war der teuerste Porträtmaler aller Zeiten, Hans Holbein, der Jüngere. Und den hat er bezahlt, um dieses Porträt zu malen. Ja, die Kontore, da brauche ich nicht weiter eingehen. Das Netzwerk, hier ist schon ein zweites Vorurteil über die Hanse, ein bisschen zu knacken. Das Netzwerk ging zwar über die Ostsee mit Schiffen, aber der Hauptgüterverkehr ging auch damals schon über Land. Und hier eingezeichnet sind die wesentlichen Routen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, doch geht zu sehen. Und die vier rot umrandeten Kontore, mit denen das hansische Netzwerk im Ostseeraum so seine Niederlassungen bespielt hat. Und inzwischen gibt es im Internet eine ganz spannende Webseite, Viabundus. Die nämlich diese Wege nachvollziehbar macht. Die erforscht, wie lange man auf diesen Wegen unterwegs war, wie viel Zollstellen es gab, mit welchen Verkehrsmitteln war man unterwegs und wie viel wurde da womöglich transportiert. Wobei da schon wieder die Historiker etwas aufgeben müssen, weil wenn es keine Buchhaltung gibt, gibt es auch keine Aufzeichnungen und ohne Aufzeichnungen weiß man die Warenströme nicht. Aber glücklicherweise gibt es Zollstellen, und äh, da sind dann womöglich Stadtschreiber oder Zollbeamte verpflichtet, alles aufzuschreiben und zu notieren, um den Zoll zu berechnen. So kann man feststellen, warum der Ostseehandel auch so wichtig war, weil den Rhein rauf, habe ich gelernt, gab es bis Basel zeitweilig bis zu 100 Zollstellen. Kleine Fürstentümer und Königreiche wechselten sich ab. Und wenn man Fernhandel betrieb und keinen Freibrief, kein Privileg hatte, dann wurde man relativ schnell arm oder hat dann eben verkauft. Und auf See ist das anders. Da muss man nur dort, wo man an Land geht, einmal Zoll zahlen. Also hatte das finanztechnisch einen großen Vorteil. Und daraus wurde dann die Hanse als Seemacht. Das war aber dann zu Kaisers Zeiten. Kaiser Wilhelm war ja Marine versessen. Er wollte unbedingt gegen die Briten anstinken und viele, viele Kriegsschiffe bauen lassen und Weltmacht auf See werden. Kolonien gründen. Und die Hansischen Historiker, der Bund der, oh, ich weiß gerade nicht wie er heißt, vielleicht kannst du aushelfen. Der Hansische Geschichtsverein, so heißt er. Der wurde im 19. Jahrhundert schon gegründet und hat sich in Kaiserszeiten natürlich bemüht, alles nach vorne zu stellen, was mit Seemacht Hanse zu tun hatte. Die Hanse hat Kriege gegen Dänemark geführt, sie hat Flotten gebildet. Aber wie gesagt, der hansische Handel war sehr viel mehr als nur der Seehandel. Italienische Banker. Ja, das hatte ich schon erwähnt. In einem Traktat über die sieben Todsünden taucht interessanterweise ein italienischer Banker auf. Möglicherweise war damals schon bekannt, dass das Bankwesen, wenn es sich selbst genügt und nur profitorientiert ist, die Wirtschaft in die Irre führt. So, Nachhaltigkeit. Mein Lieblingsthema. Jetzt komme ich also ein bisschen weg von der Hanse, aber nicht vergessen, im hansischen Raum, im hansischen Handel gab es praktisch keine Güter, die nicht nachhaltig waren. Ich habe eine ganz spannende Diskussion immer mal wieder mit der Leiterin der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums, Frau Dr. Angela Huang. Weil ich als Umwelttechniker vertrete, dass die hansischen Händler und der damalige Wirtschaftshandel äußerst nachhaltig war. Und sie dann immer kontert und sagt, na ja, aber es gab doch die ganzen Flussverschmutzungen und dann musste man irgendwie Flusseinzugsgebiete, Regelungen finden und man musste die Fleischerei oberhalb der Brauerei stoppen, damit sie unterhalb der Brauerei ist, damit die Brauerei das saubere Wasser kriegt. Und es gab ja so viel Giftstoffe und das war alles gar nicht grün. Und natürlich hat sie recht, aber ich neige dazu, das Makroskop zu verwenden. Wenn man die Stoffströme anguckt, zum Beispiel im Textilhandel, wir hatten gerade die wunderbare Ausstellung Guter Stoff im Museum, im Textilhandel gab es nur Naturstoffe. Erdölstoffe oder aus Gas gemachte oder aus äh, umgesponnenen Naturmaterialien gab es noch nicht. Und damit haben die Historiker sofort wieder ein Problem. Man findet sehr wenig historische Stoffe, Kleidungsstücke. Also wenn sie nicht im Kloster als Paramenten oder in der Kirche aufbewahrt werden und über Jahrhunderte gepflegt, wenn sie irgendwo im Müll landen, sind sie in wenigen Jahrzehnten verdaut. So, und das ist mit unseren Textilien vollkommen anders. Es gibt tatsächlich, insbesondere in der Textilbranche, seit 10, 15 Jahren, fast schon verzweifelte Versuche, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft zu erfinden. Aber solange die Erdölquellen sprudeln, ist das überhaupt keine Chance, weil das, was an Neufasern neu produziert wird und irgendwann dann auch in der Umwelt landet, weil nur ein ganz kleiner Teil verbrannt wird, ist hunderttausendmal so viel. Und deswegen ist Recyclingwirtschaft eigentlich nur mit Naturmaterialien zielführend. Oder man schafft es, Fasern aus Altfasern zu machen ohne Verlust. Aber das ist sehr schwierig. So, ideelle und materielle Nachhaltigkeit. Ups. Ihr alle kennt die 17 Ziele, die die Weltgemeinschaft verbindlich vereinbart hat. Hier sind sie in einem lustigen Modell aufgemalt, nämlich so, wie sie die Biosphäre betreffen. Die Gesellschaftsebene, also Sozialität über den Globus und die Wirtschaft. Und ihr alle wisst wahrscheinlich, dass diese Ziele kaum in der Zeit bis 2030 zu erreichen sind. Aber immerhin wird daran gearbeitet. Und immerhin gibt es schon einen gewissen Konsens über diese Ziele. Und das ist ja immer, wenn man eine, ich sag mal, neue Entwicklung anstoßen will ist es wichtig, erstmal die Ziele festzulegen. Sonst handelt man nach Mark Twain, der mal sagte, als sie die Ziele aus den Augen verloren, verdoppelten sie die Anstrengung. So, in den Energiewirtschaftsprognosen, das ist mein Hobby, gibt es eine Trendwende. Bisher haben sich sämtliche Prognostiker, insbesondere die Internationale Energy Agency, systematisch verschätzt. Hier ist aufgezeigt für zwei verschiedene Dinge die Solarnutzung und die Kohlekonsumption in den USA, in welchen Jahren welche Prognoselinien gezogen wurden. Und dann ging die Entwicklung weiter exponentiell nach oben, beziehungsweise bei Kohle nach unten. Und dann wurde die nächste Prognoselinie etwas flacher, etwas steiler gezogen. Und dann ging die Entwicklung wieder ein Jahr weiter. Und die haben es einfach nicht begriffen oder ich würde behaupten, sie wollten es nicht sehen. Und tatsächlich ist die Solarentwicklung jetzt in einer exponentiellen, sehr steilen Kurve, die so viel schneller ist als alles, was man je erwartet hat, dass tatsächlich der Schwenk in der Energiewende, in der Stromproduktion jetzt vollzogen ist. Das wird noch ein bisschen dauern, aber durch die Kostentreiber ist es sehr eindeutig. Noch eine Anmerkung zur Kohlekonsumtion. Es gab bis vor wenigen Jahren den Dow Jones US Coal Index an der Börse. Und als der beinahe 100% seines Wertes verloren hatte, haben sie den Index eingestellt. Der wird nicht mehr veröffentlicht. Also so viel zur Fossilwende. Die Zeitalter der Kohle. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen genug Englisch lesen. Die Zeitalter der Kohle geht dringend schnell zu Ende und das Zeitalter der Erneuerbaren hat einige wesentliche Vorteile. Es ist insbesondere nicht mehr auf Materie aufgebaut, sondern auf Ströme von Elektronen. Und ich habe eine interessante Zahl am Wickel, die veröffentlicht wurde von einer Hannah Ritchie, Sustainability by Numbers. Die hat untersucht, wie viel Bergbau ist notwendig, um unser gegenwärtiges fossiles Energiesystem in Gang zu halten und die tatsächlich Milliarden Tonnen Kohle, Öl und Gas jedes Jahr aus der Erde zu holen. Und wie viel materieller Bergbau ist notwendig für ein zukünftiges Energiesystem, was 100% Sonne, Wind und Batterie basiert ist. Und da ist so viel Fake News im Umlauf, dass man es fast nicht glauben kann. Ihr alle kennt wahrscheinlich diese Vermutung, dass man ja so viel mehr Lithium und Kupfer braucht. Und das Recycling von Lithiumbatterien ist ja so aufwendig. Es gibt ja noch keine Kapazitäten. Klammer auf, es gibt ja auch noch keine Altbatterien. Klammer zu. Und dieses Verhältnis des Bergbaus im fossilen System und im regenerativen System ist nach Hannah Ritchies Schätzung etwa 535 zu 1. Nach Schätzungen des Rocky Mountain Institute etwa 360 zu 1. Aber ihr könnt euch ausmalen, weshalb die fossile Lobby und die fossilen Milliarden so ein enormes Fake News und Lobbyarbeitspensum haben um ihre 535 Mal zu retten. Der globale Bergbau kann auf 1 Promill schrumpfen, um 100% gesamtwirtschaftlich Energiesystem zu unterstützen. Man kann sich kaum vorstellen, was das bedeutet. Und die relativ gute Nachricht dabei, weil da geht es ja um gigantische Schrumpfung von Wirtschaftszweigen. Die relativ gute Nachricht. Bei den Arbeitsplätzen ist es umgekehrt. Man wird für jeden Arbeitsplatz, der in der Fossilwirtschaft verloren geht, etwa ein bis anderthalb bis zwei Arbeitsplätze in der Solar- und Windbranche brauchen. Und beim Kapital sagen Beobachter wie Michael Liebreich von Bloomberg, dass jetzt schon der Schwenk des Kapitals in die entfossilte Wirtschaft, also in die solare Wirtschaft geht. Und insofern ist es kein Wunder, dass die Prognostiker immer hinterherhinken und dann erst bemerken, ups, die Wende hat uns ja völlig überrascht. Die typische Entwicklung ist auch gut erforscht. Also hier ist ein Bild, was den Wechsel von was haben wir hier? Also zum Beispiel den Ausbau der Eisenbahn oder der Spültoiletten oder der Autos oder der Ölpipelines oder der Mikrowellenöfen, das ist die letzte blaue Kurve. Das sind immer so typische S-Kurven, die von 0%, paar Prozent ganz, ganz langsam und dann so bei 5 bis 10 Prozent plötzlich durch die Decke und dann bei 90, 100 Prozent landen. Und genau das, das ist jetzt rechts viel zu klein, Entschuldigung, kann man nicht lesen. Ähm, rechts sind die Länder der Erde aufgemalt, äh, zusammengesammelt mit ihrem, also die World Economies, die über den Peak der fossilen Energienutzung hinaus sind. Also, wo die fossilen Nutzung langsam oder deutlich abnimmt. Und das ist etwa die Hälfte der größeren Weltökonomien, von den USA angefangen, über Australien. Insgesamt fast 60 Länder. Und äh, das deutet darauf hin, dass die Entwicklung sich sogar noch beschleunigen wird. Jetzt ein anderer Blick auf die Wende. Ich hatte schon erwähnt, dass die Historiker über die Jahrzehnte, Jahrhunderte einen Hanseblick sehr deutlich revidiert haben. Jetzt geht es nicht nur um die Hanse, sondern um Wirtschaft insgesamt. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich mit diesem schönen Buch von Annette Keendel, Professorin in Mannheim, Historikerin. Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, wo sie tausend Beispiele anbringt, wie im Mittelalter äußerst nachhaltig und äußerst modern und pfiffig und sozial gewirtschaftet wurde. Also es gab Gewinnstreben, selbstverständlich, aber das wurde immer wieder eingehegt und auch mit Regeln gebunden. Und es gab eine ausgefeilte Recyclingwirtschaft, es gab Second-Hand-Märkte, es gab das, was man bei Vinted findet, Kleidermärkte für Second-Hand, Möbelmärkte in Paris beschreibt sie für Second-Hand-Möbel. Und ich habe mich als erstes gefragt, wieso haben die Historiker das nicht auf dem Zettel? Und warum haben die Ökonomen das nicht auf dem Zettel? Und in der Ökonomie habe ich eine Antwort gefunden, auch bei Annette Kehnel. Die beschreibt nämlich, wie mit der Erfindung der modernen Nationalökonomie im 18. Jahrhundert in Frankreich diese ja damals hauptsächliche Wirtschaft, die florierenden Second-Hand-Märkte, die informellen Austauschmärkte, Flohmärkte, alles, was es gab an Austausch und es gab buchstäblich mehr Reparaturberufe als Neuproduktionsberufe. Flickschuster waren eigener Berufszweig. Und diese modernen Ökonomen, die die Ökonomie in ihrer erleuchteten neuen Ideenwelt äh, entwickelt haben, haben diese gesamte Wirtschaft, die sie vorgefunden haben, so ein bisschen beiseite geschoben und haben gesagt: Ja, das sind die archaische Vorformen unserer jetzigen wirklichen gut erleuchteten Wirtschaft. Und haben gesagt, Wirtschaft ist also das Prinzip Extraktion, Transformation, also Produktion, Handel und Konsum. Das ist die Wirtschaft, die wir brauchen. Und die müssen wir gedanklich verfeinern und mit Innovationen versehen und technisch nachvollziehen und verbessern. Und dann geht die Entwicklung richtig los. Was sie damit ohne Absicht erfunden haben, nennt man heute Linearwirtschaft. Das ist tatsächlich das, was wir seit 200 Jahren exponentiell entwickelt haben, von der Extraktion über die Transformation, Produktion bis zum Konsum. Und als ich in den 80er Jahren dann Umwelttechnik in Berlin an der TU studierte, war das ein völliges neues Exotenfach. Man kam auf die Idee, Grenzen des Wachstums 1972, man kam auf die Idee, dass man am Ende der Fabrik die Abfallströme irgendwie doch nachbessern muss, damit die nicht ungefiltert in die Umwelt gehen. Man nannte das dann nachgeschaltete Umwelttechnik und wir haben in der Streikzeit natürlich ganzheitlichen Umweltschutz propagiert und haben die integrierte Umwelttechnik erfunden. Aber inzwischen weiß ich, dass wir damit noch als Ingenieure viel zu kurz gegriffen haben. Weil wenn man nur die Linearwirtschaft durch integrierte Umwelttechnik grüner und sauberer macht, hat man ja noch lange nicht gewonnen. Dann ist der Kreislauf ja noch nicht geschlossen. Und die eine Möglichkeit, dass man sich an der Natur orientiert und sagt, alles, was in Waste übergeht, in Abfallströme, muss so zubereitet sein, dass es von der Natur wieder verdaut werden kann, die ist längst gescheitert, weil die Stoffströme so gigantisch sind, dass die Natur keine Chance hat, selbst in einer Million Jahren nicht das zu regenerieren, was wir in einem Jahr in die Umwelt pumpen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass in zehn Jahren mehr Mikroplastik im Ozean sein wird als Fisch, von der Tonnage her. So, ein weiteres. Inspirierendes Buch Ian Mortimer im Mittelalter, ein Handbuch für Zeitreisende. Das empfehle ich allen, die eine Vorstellung gewinnen möchten, wie tatsächlich die Menschen im Mittelalter gelebt haben und die nicht dem heutigen Narrativ folgen oder dem Fake News aufsitzen, dass das alles furchtbar rückständig und dreckig und auer und äh, krank und furchtbar war. Denn tatsächlich. Wie gesagt, die Einkommensverteilung, 50 Prozent besitzen fast gar nichts, 50 Prozent besitzen alles, die war damals schon so. Und nicht nur in den Adelshäusern, wo man selber Recht sprechen konnte und schalten und walten konnte, sondern auch in den autonomen Städten wurde sehr vernünftig gewirtschaftet. Natürlich bei allen Problemen, die es da immer gab, insbesondere Kriege. Aber das erleben wir heute. Da sind wir noch lange nicht von frei. So, dann gibt es verschiedene Inspirationsquellen, die für die heutige Zeit als Muster dienen können, wie man tatsächlich ganzheitlich nachhaltig wirtschaftet und lebt. Insbesondere seit, ich glaube, 45 Jahren in der Halbwüste von Ägypten eine Initiative, damals von spinnerten Landwirten gegründet, die meinten, man könnte mit nachhaltiger Demeter Landwirtschaft in der Halbwüste eine Farm machen. Und daraus ist ein großes Netzwerk entstanden, was Seekem heißt, so wie damals die Farm, was eine eigene Universität betreibt, was Baumwolle nachhaltig anbaut, was die gesamte ägyptische Landwirtschaft anfängt zu revolutionieren. Und aus aktuellem Anlass sei es betont, was überkonfessionell Christen und Muslime zusammenbringt, um gemeinsam die Zukunft zu entwickeln. Zum Thema Geldwesen können wir vielleicht noch ins Gespräch kommen. Das ist so ein bisschen mein Hobbythema. Ich bin auch Berater bei der GLS Bank. Insbesondere ethisch-ökologische Geldanlagen sind heute schon im Schwange und nehmen exponentiell zu. Aber Solange das Geldwesen an sich noch nicht reformiert ist, haben die wenig Chance, Mainstream zu werden, weil das Wachstum, was wir immer noch finanziell produzieren, ja alles andere auffrisst und übersteigt. Aber nur so viel sei gesagt. Es gibt auch Initiativen wie zum Beispiel Positive Money in England, die am Kern des Problems Geld ansetzen, nämlich an der Geldschöpfung. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie neues Geld entsteht, warum die Geldmenge sich vermehren kann, ohne dass man Banknoten druckt. Die meisten Menschen, also es gibt eine bekannte Umfrage unter Parlamentariern in Großbritannien, diese Positive Money haben das eine Weile gemacht, danke, die haben gefragt, ob die Parlamentarier wissen, wo Geld herkommt, wo wird Geldschöpfung praktiziert. Und die meisten wussten es nicht. Denn tatsächlich entsteht neues Geld nicht in der Zentralbank, sondern in den Hausbanken, in den Geschäftsbanken. Also das ist ein eigenes Thema. Dann in der Landwirtschaft Fukuoka, ist vielleicht schon bekannt, ist so einer der Vordenker, One Straw Revolution. Heute nennt man das Permakultur. Es gibt Landwirtschaft, die durch gemischte Folgen und durch gemischte Produktion unglaublich hohe Hektarerträge erzeugt. Mit relativ wenig Arbeitskraft und vor allem mit sehr wenig Energie und Düngereinsatz. Also es gibt Inspirationsquellen. Ups. Und äh, eine sei noch betont: Building Tomorrow, ein erstaunlicher Name von Paddy Le Fluffy. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein äh, Accountant von KPMG, der mit Naturvölkern gelebt hat. Und aus seinen Inspirationen ein Buch schreibt, wie man mit sechs institutionellen Innovationen, sechs so, das Betriebssystem der Weltökonomie umkrempeln kann. Und da ist ein Beispiel die Donutökonomie, das kennt ihr sicher, dass man zwei Grenzen für die Wirtschaft setzt, nämlich die eine, die planetare Grenze, wie viel dürfen wir überhaupt, um die Erde nicht zu überlasten, unseren Lebensraum. Und die zweite ist das Minimum, dass alle Menschen genug zum Leben haben. Und ich habe noch eine persönliche Inspirationsquelle, mein Schamane, Anga Angak, ein grönländischer Ältester, der als Schamane um die Welt gereist ist, im Auftrag der UNO. Und seine Mission ist, deutlich zu machen, dass ein innerer Klimawandel die entscheidende Innovation für die Zukunft ist. Er nennt das Schmelzt das Eis in euren Herzen. Weil seine Großmutter ihm erläutert hat, warum das große Grönland Eis so schnell schmilzt, das liegt daran, dass in den Herzen der Menschen zu viel Eis ist. Und wenn man sich vor Augen hält, wie die Gier und das Übermaß heute die Welt regiert, kann man sich ermessen, was sie damit meinen konnte. Und er hat tatsächlich über 70 Länder der Erde bereist und war als Berater überall, unter anderem auch in Lübeck, deswegen das schöne Foto mit mir. Und das ist eine sehr schöne Inspirationsquelle, weil sie sehr überzeugend ist. Entwicklung ist Wachsen und Vergehen. Und unser schöner blauer Planet ist es wert, dass wir ihn schützen. Und zum Schluss vielleicht anekdotisch, was verbindet die Hanse-Koggen mit, mit Mondraketen? Der Aufbruch ins Unbekannte ist ein Entwicklungsbooster. Es ist ein Wagnis der interkulturellen Kooperation, was sich lohnt. Und es verändert insbesondere den Blick auf die eigene Gemeinschaft. Und dieses Bild im Hintergrund ist von ULab, Otto Scharmer am MIT, das Presencing Institute. Und da geht der Weg sozusagen zum Mond und dann der Blick zurück auf die Erde. Und schon in den 70er Jahren entstand das Wort vom Satellitenblick. Und damals wurde die Raumfahrt umgeswitcht von Erforschung des Mondes auf Erforschung der Erde. Und das hat uns heute sehr geholfen, weil wir damit wissen, sehr genau wissen, wie das Klimasystem der Erde kippt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und falls noch Gelegenheit ist, freue ich mich über Gespräche.